Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Also machen wir mal Kamera ein bisschen tiefer. Und ich hatte gerade das Vor-Unboxing gemacht und jetzt machen wir mal die Unboxings zu den einzelnen Produkten. Ich habe gedacht, wir fangen mit der Maus an, dann nehmen wir uns das Headset und dann die Tastatur. Und nachher am PC mache ich dann ja, die Hardware-Videos. Jetzt werden wir erstmal hier aufmachen. So, haben wir gleich, wenn wir oben aufmachen, guckt uns hier so ein USB-Kabel an, der auch vergoldet ist und Nylon umwickelt, was schon mal sehr gut ist. Oh, hier mit einem Klettband, wo Game Dias draufsteht, finde ich so eine, wenn ihr mich kennt, wisst ihr ja, ich stehe auf so eine Gimmicks. So. Dann haben wir hier halt die Maus. Ja, halte ich euch mal so hin. Hinten, vorne, mit, die Tasten sind so ein bisschen Gold gemacht. Mit dem Game Dias Zeichen, was so ein bisschen wie Blitze ist. Was so zusammengeht wie ein V. Also das Rad geht sehr leicht. Liegt gut in der Hand. Also jetzt vom ersten Eindruck. Da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, also kann ich ja draußen lassen. Und dann haben wir noch ein Heft dazu in Englisch, Espanol, Deutsch, Polsk, Französisch, Svensk, Italiano, Portugies, Chinesisch, keine Ahnung, die unteren Schriftzeichen kann ich nicht erkennen. Ist aber auch nur eine Seite, wo halt eine Seite, wo halt die Funktionen der Maus erklärt werden. Mehr ist das auch nicht. Können wir das auch wieder wegpacken. Mehr ist da jetzt auch nicht drin. Ich bin mal gespannt. 12.000 DPI hat sie. Lass uns mal überraschen. Wie gesagt, das ist die jetzt. Also so bunt wird es nicht leuchten. Ich denke mal, das wird nur eine Farbe sein, die man sich dann aussuchen kann oder ein Wechselspiel machen können. Also so ist jetzt schon ziemlich groß, wenn ihr, also für große Hände ist die gut. Ja, für mich jetzt vor allen Dingen. Weil ich habe mit den meisten Mäusen halt immer so Probleme, die sind immer so klein. Und das ist halt auch für große Pranken, für dicke Wurstpfoten gut geeignet. Das werden wir aber dann nachher direkt sehen, wenn wir sie am PC anschließen werden. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video, wo ich dann das Headset auspacke und danach kommt ja die Tastatur noch dran. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.